Hallo und herzlich willkommen zurück bei dem Spiel Leon geht ein Licht auf. Entschuldigung, nein, bei Resident Evil 2 Remake, ja, wir schnacken gar nicht lange rum. Wir befreien jetzt Ada oder retten Ada, sie ist ja nicht gefangen, aber wir müssen sie retten. Eine blaue Pflanze. Und ja, wo liegt sie? Oder wird das nicht so einfach, wie ich mir das gerade vorstelle? Direkt kombiniert. Hier war ja der... Verdammt! Muss erst den Strom einschalten. Ach ja. Muss erst den Strom einschalten. Strom einschalten. Rot. Warum kriegen wir gerade am Stück Pflanzen für eine High-End-Gesundheitsmischung? Warum? Ach! Das Spiel gefällt mir. Boah, bin ich gut. Sehr schön. Boah, Alter, was? Oh, Alter, was? Aua! Ja, genau, ich kann auch nichts machen, Alter. Nein, Feuer. Ja, Leon. Er geht durchs Feuer. Oh, nein, nein, nein. Oh, Mann. Ach du Scheiße. Ich hätte die Mac doch mitnehmen sollen. Lauf! Er ist noch am Leben? Oh! Was? Weg, 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 weg. Nein, aua! Wir haben ein Messer, okay. Wir haben eine Blendgranate, okay. Aua! Boah, Alter, ey, das... Meine Fresse, du. Ich glaube, ich habe eine Idee. Mein Gott. Und jetzt, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt habe ich dich. Ja. Er ist halt immer noch da. Ja.
Tja, das ist natürlich doof. Wenn man Mech-Munition kriegt. Ja. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir halt einfach nicht. Oh Mann. Komm jetzt aber. Er hat genau dasselbe gedacht wie ich. Komm! Ich hoffe, den bin ich los. Boah, wir haben es gerade so geschafft, ey, mit Ach und Krach haben wir das gerade geschafft. Ach du Scheiße. Wir haben schon wieder keine Munition. Ey, wir leiden unter chronischem Munitionsmangel. Ah, hier sind wir jetzt, okay. Warte mal. Sollte ich nicht lieber hochgehen und da... Nee, komm. Ada, sorry. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber ich kann so nicht weiterarbeiten. Ey. Ich kann so definitiv nicht weiterarbeiten. Ich brauche die Knarre. Ach, das war ja Mech-Munition, ne? Ja. Pass auf, wir stauen die mal. Ich brauche die Lightning Hawk, ne? Hilft nichts. Ich brauche einfach die Muni. Und die Waffe. 20 Schuss sind theoretisch 20 Gegner für die Waffe. 20, 27, 31 Schuss sogar. So. Jeder Schuss ist kostbar. Jeder muss sitzen. Komm schon. Ada, wo bist du? Ich bin hier. Ada. Ich war gerade schon in Sorge. Ich krieg es nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich das... Tu es einfach. Ich kann so nicht laufen. Okay. Wird wehtun. Warte. Lass doch, ich mach's selbst. Entspann dich, okay? Also, wie geht's weiter? Sieh zu, dass du es hier rausschaffst. Solange du noch kannst. Ich werde dich nicht hier lassen. Nicht so. Du verstehst das nicht. Die Situation ist übler, als ich dachte. So einfach wirst du mich nicht los. Du hast mich beschützt. Jetzt bin ich dran. Wusste nicht, dass wir hier Punkte zählen. Greif meine Schulter. Ganz schön mutig, Frischling. Okay, will er nur helfen. Vorsichtig. Du willst helfen? Wir müssen dringend zum Nest. Nest? Umbrellas Labor, direkt unter uns. Annette hat sich verplappert. Dort sind die Virusproben. Bist du dabei? Denke, mein Kalender ist frei. Komm. Wir haben was zu tun. Ja, Ma'am. Der Leon. Wie das aussieht, beide total verletzt.
Die Standseilbahn bringt uns runter zum Nest. Dieses Armband ist unsere Fahrkarte. Nett? Woher hast du das? Ausgeliehen. Wie auch immer, wir sind fast da. Nein, ich würde mich nur schlechter fühlen. Der Leo, der Gentleman, der Ritter in weißer Rüstung, Junge. Wie ist die Schulter? Schlimmer, als es aussieht. Was für ein Paar. Beide mit einem Fuß im Grab. Mich nicht zu sagen, weil ich will den Dialog nicht unterbrechen. Falls es einen gibt. Das sollte uns zu unserem Ziel bringen. Komm vielleicht nicht zurück. Bereite dich also vor, Leon. Hä? Ja gut, ich werde ja wahrscheinlich... Ich werde doch... Hättest du das nicht vorher sagen können? Sind wir schon am Ende? Wir können doch nicht am Ende sein. Warte mal. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Doch, ich bin richtig. Wir können doch nicht am Ende sein. Das ging dann schon ziemlich schnell. Weißt du was, komm, dann nehme ich einmal das. Nehme ich das einmal mit. Nee, warte. Nein! Oh, ich wollte. Oh. Ja, jetzt ist egal. Ich wollte eigentlich das Erste-Hilfe-Spray jetzt verwenden. Weil wir brauchen ja jetzt keinen Hyperschutz. Mit dem Zeichen da unten rechts. Also wir waren schon sehr widerstandsfähig. Das habe ich gegen, beim Kampf gegen dieses Vieh da gemerkt. Wir haben 3 Schläge gebraucht, bis wir überhaupt erstmal Warnungsstatus hatten. Diese Bahn fährt zum Nest. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Weißt du, was ich denke? Ich brenne drauf, dass das FBI die Umbrella-Zentrale stürmt und die Mistkerle verhaftet. Ich auch, aber im Klartext? Offiziell hast du nichts damit zu tun. Das ist ein FBI-Fall. Sobald wir das G-Virus haben, mache ich allein weiter. Hey, Leon. Vertraust du mir? Und du mir? Ganz ehrlich, wenn nicht, wärst du wohl schon tot. Klar. Ich dachte, du könntest mir helfen. Und ich hatte recht. Sichere du das G-Virus, dann sorg ich dafür, dass sowas wie in Raccoon City nie wieder passiert. Ada, du sagst es selbst. Es ist ein FBI-Fall, Leon, ich habe keine Autorität. Schau mich an. Auf mich ist kein Verlass. Du bist meine letzte Hoffnung, den Fall abzuschließen. Ich lass dich nicht einfach hier. Wenn du angegriffen wirst, Hilfe brauchst. Ich schaff das. Sorg dich nicht um mich. Ich muss das zu Ende bringen. Und ich will dich wiedersehen. Ich hänge am Leben. Vertrau mir.
Nest wird in Kürze erreicht. Geh. Bitte, wir haben kaum noch Zeit. Das wirst du brauchen. Okay. Leon, verlasse mich auf dich. Ich weiß. ID am Bad. Und sie chillt jetzt ihre Base oder was da hinten? Super. Da, warum hab ich mich vorbereitet? Ich habe mir bald schon gedacht, dass wir hier noch eine Truhe finden. Okay. Sie hat gefragt, ob wir ihr vertrauen. Ich weiß nicht so wirklich. Als wir sie gespielt haben und sie mit der Burnett oder wie die hieß, sich da unterhalten hat, ich weiß nicht. Ich hatte so einen Anflug von Misstrauen. Und der war nicht gerade klein. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Willkommen im Nest. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Da ist, das muss man sich mal vorstellen, da ist unter der Polizeistation ein Labor. Halt, hier ist was. Okay. Ich frage mich, wo das G-Virus ist. Schlafraumprotokoll. Okay, Name. Eintritt und verlassen. Dreiviertelstunde, Stunde anderthalb, nee, fast zweieinhalb Stunden. Fast zwei, nee, sind ja eigentlich zwei. Er kam gar nicht zurück. Wayne Lee kam gar nicht zurück, okay. Ach, hier ist auch eine Ding. Oh, wir werden momentan mit Safe Rooms zugeschmissen. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Da brauchen wir Sicherheitsfreigabe 2. Und hier sieht das direkt wieder alles nicht so ganz geil aus. Ich würde... Hier. Schrotmuni. Okay. Karte, Nordbereich. Okay. Pizza ist auch noch da. Bierflaschen. Ja, hä, warte mal. Nee, hier ist sonst nichts mehr. Hä? Achso, hier sind noch Türen. Entschuldigung, habe ich gar nicht gesehen. Eine Tür. Kantine. Da ist schon einer. Die stehen doch alle noch auf. Ich
Ich glaube, da frisst jemand. Drei Schüsse, drei Tote. Das, so gefällt mir das. Aber wir verballern nicht alles. Nur hier den Bereich müssen wir Benzin. Das ist sehr gut. Auf so engem Raum will ich die Typen lieber kaputt sehen. Okay. Komm. Nee, alles klar. Gut, hat sich erledigt. Wie würde man sich fühlen, wenn man in so einer Situation wäre? Was ginge einem durch den Kopf? Würde man das überhaupt alles machen? Natürlich, der Überlebenstrieb, sag ich mal, der Überlebensdrang wäre natürlich da. Ohne jede Frage. Aber wir haben jetzt drei Messer, ey. Aber ich glaube, irgendwann resignierst du einfach nur und lässt es über dich ergehen. Regulierer? Verbrauche ich dann weniger? Das wäre cool. Gasverbrauch. Das ist gut. Stark verlängert. Muff. Ich kann ja nichts machen. Da muss ich irgendwas wieder einsetzen. Und wir haben den Stufe 2 Chip. Ja, Leon, ich weiß schon. Ich bin schneller als du. Könnte nützlich sein. Sehr nice. Gut, hier hinten müssen wir aber auf jeden Fall sowieso nochmal zurück. Dr. Lee, Chief Cartwright, erfordert dringend Ihre Anwesenheit im Ostbereich. Jojo. Ui, Alter. Guck mal, das ist auch so eine Spezialeinheit. Aufnahme der Spezialeinheit. Alpha und Ghost. Zielperson bewegt sich zum Westbereich. Versucht wohl, das G-Virus und das Antivirus zu holen. Hier, Ghost. Verstanden. Rendezvous an Punkt W3. Roger. Hier, Alpha. Zielgebiet erreicht. Verstanden. Warte auf Zielperson. Hier, Alpha. Sichtkontakt mit Zielperson. Er wird den Safe öffnen. Roger. Erwarten Signal. G-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit uns. Das G-Virus ist im Westbereich. Dr. Birkin.
Boah, Stufe 4. Westbereich. East. Das ist Ost. Warte mal. Ah, wir kommen aber erst nur bis hierhin, oder was? Warte mal. Aha, hier. Mein lieber Schulli, ey. Dass das niemandem aufgefallen ist, dass das gebaut worden ist. Das sind ja Unmengen an Material. Ein Pflänzchen. Motten. Pflänzchen. Alter, ich habe da irgendwas gesehen, aber ich weiß nicht was. Es sah auf jeden Fall ekelhaft aus. Okay, da kommen wir nicht rein. Aber wir haben hier einen Safe Room. Das ist schon mal gut. Schon mal sehr gut. So. Verstauen. Linien. Okay, muss man von Hand nachladen. Das kann weg. Das kann weg. Das kann raus. Das kann raus. Das kann raus. So. Die ist auch vollgeladen. Die ist vollgeladen. Mehr oder weniger vollgeladen. Und speichern. Wir müssen hier rein. Alter, was ist... Der hat ein Armband. Oh Gott. Was ist hier passiert? Diese Pflanze hatte Hunger? Stufe 3 Sicherheitsprotokoll. Haben wir noch nicht. Alter. Guck mal, da hängt jemand. Alter, wenn du jetzt runterkommst. Was denn jetzt? Oh! Ich hab eine Idee. Scheiße. Alter, die Musik. Oh, ich hab voll Angst.
Wo ist er? Aha. Aha. Sind die unsterblich oder was? Unsterblich. Okay, nee, ich glaube nicht. Okay, wir müssen die komplett verbrennen. So lange, bis die wirklich in Flammen aufgehen. Komplett. Und trotzdem schön sparsam mit der Munition umgehen. So gut wie es geht. Okay, das war sehr creepy. Das war sehr furchterregend. Ach du Scheiße. Gott sei Dank hatten wir den Flammenwerfer mitgenommen und ich hatte eine Idee. Was ist das? Was? Ach du Scheiße. Keine Ahnung. Lösung wird zerstört. Verteilerkartusche. Eine Kartusche, mit der diverse Lösungen mit im Gewächshaus verteilt werden können. Momentan leer. Okay, ich glaube, wir müssen so ein ähnliches Unkrautvernichtungsmittel herstellen wie im ersten Teil. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wie das aussieht. Ja gut. Ich würde sagen, wir spielen in der nächsten Folge, spielen wir mal Gartenlandschaftsgärtner. Und machen uns Unkrautvernichtungsmittel, hoffe ich, und beseitige mal den ganzen Scheiß hier. Boah, war das creepy, die Musik vor allem. Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich hatte permanent Gänsehaut, ne, und dieses... Boah, furchtbar, furchtbar. Puh, gut, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Boah. Bei so einem Spiel muss man einfach nur einen Daumen hoch geben. Das geht gar nicht anders. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Overplayed and out. Tschüss.